Hallo und willkommen zurück zu Cosmotier, wo wir gerade dabei gewesen sind, darüber zu fliegen und der Weg einfach unglaublich lang gewesen ist. Aber den nehmen wir jetzt, den nehmen wir jetzt gleich auf uns, wenn wir hier nicht alle 3 Sekunden gefühlt auf Feinde treffen würden. Beabsichtigt. Und die nämlich überhaupt noch Schaden verursachen können. Muss ich mir vielleicht mal noch ein bisschen was überlegen, wie man das am besten lösen könnte. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Kann man denen irgendwie sagen, okay, pass auf. Ich will, dass ihr so und so fliegt. Nee, ne? Nichtsdestotrotz, irgendwie könnte man sich doch anzeigen lassen, wie viel die Schiffe mittlerweile wert sind. Das wollte ich ja auch noch gucken. Einfach mal wissen, wie viel wir mittlerweile schon. 18.600. Wow. Wahnsinn. Und. Cool. Was kommt weg da? Den haben wir auch schon fertig. Den haben wir auch schon fertig. Sehr gut. So. Jetzt ist natürlich die Frage, Ionenstrahl. Nehmen wir mal mit. Ich bin nämlich gerade am überlegen, wie wir unsere Schiffe eventuell noch ein bisschen besser hinkriegen, als sie sowieso schon sind. Also ich denke, unsere Schiffe sind mittlerweile... Mal gehen können wir auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz... glaube ich, können wir... durchaus noch Verbesserungen durchführen. So wie hier beispielsweise der Ionenstrahl. Jetzt gucken wir mal. Wir haben da den Disruptor und da haben wir den Ionenstrahl. So, alt. Schaden im Nahkampf. Durchdringung. Okay, das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Energieentzug bei Einschlag. Ne, hat's nicht. Gut, das ist denn doch tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Da können wir mal gucken, was hat denn der? Der hat 900 pro Schuss und er hat 2500 die Sekunde oder 1750 die Sekunde. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass wir das mal ausprobieren. Noch komplett ohne Prisma oder dergleichen. Hä? Wo treiben wir hin? Mal auf das Ding wegschieben.
Ging mir die Plattform die ganze Zeit weg. Sich. Ups. Ups. Das war so nicht geplant, ich schwöre. Okay, jetzt haben wir die. Da bin ich jetzt aber auch echt mal gespannt, wie die Dinger performen. Könnten wir da jetzt direkt vorne dran einfach so? Nee, können wir nicht. Okay. Also knallen wir die jetzt einfach erstmal so daran. Und suchen uns unser erstes Opfer da hinten. Oder unsere ersten Opfer, Mehrzahl. Asteroidenfeld. So, guck mal, den nehmen wir jetzt erstmal einmal ganz kurz mit. Zu sehen, wie performen die Dinger denn? Also die schießen tatsächlich einfach nur ganz normale Schüsse dahin. Es sieht doch aus wie ein Disruptor-Schuss. Achso, ich bin auch dumm. Ich bin einfach wirklich dumm. Das sind die Schüsse. Oh, jetzt haben wir hier auch noch Laserwand, ne? Singer. Aber man merkt so langsam doch tatsächlich, dass die ein bisschen, naja, nicht heftiger, aber auf jeden Fall haben die mehr drauf als noch die davor. T2, das Destructor-Batterie, und hat hier vorne immer noch die Assault-Cannon. 1500 pro Schuss, das ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Er hat hier die Partikelkanone. Und einen schweren Laserblaster, den würden wir auch mal austauschen. Können wir das eventuell bei ihm jetzt schon machen? Können wir nicht, weil er nicht genügend Kommandopunkte hat. Kriegen wir hin, wir ziehen das Ganze einmal nach unten. Also ziehen das Ganze einmal nach unten. Ja, ja. So nämlich. Und bauen dafür dort einmal ihn hier an. Bup. Wird er zwar ein bisschen länger, aber dafür hat er ein paar mehr Kommandopunkte. Zack. Hier mal aufsammeln, bitte. Und dann schauen wir mal, können wir ihm das jetzt geben? Ach, Rager. Die Kanone ist halt auch so interessant, ne? Das Ding hat halt auch einfach mal 7500 Schaden pro Schuss. Ist schon nicht schlecht. Ja, aber wir wollten ihm Ionenschall können wir nicht, weil wir keine Diamanten haben. Ist nicht schlimm. Ionenstrahlen und Prisma. Ja, ja, das Prinzip, das habe ich verstanden. So. Ihr seid freiwillig zu mir gekommen.
ganz schnell auf. Weil ich könnte mir vorstellen, also die Laserblaster, die sind zwar nicht schlecht, aber die machen halt doch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Und das wäre gar nicht so schlecht, wenn unser Jäger auch ein bisschen mehr Feuerkraft jetzt demnächst bekommt. Entsprechend gehen wir hier einmal rum. Uran-Asteroid. Irgendwas, damit wir ihn übernehmen können. Schade. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir den beim nächsten Mal, würden wir den nochmal sehen, irgendwie anders platt machen, weil den fand ich vom Aufbau irgendwie sehr interessant. Da hätten wir bestimmt mit der Kanone arbeiten können. Nun gut. Aber wir haben hier oben einen Uran-Asteroiden. Bauen wir mal einmal ab. Ich meine, wenn er schon besonders markiert ist, ne, dann können wir den auch gleich mal mitnehmen. So. Was haben wir da? Nochmal ein Asteroid im Feld. Oder böse Typen drin. Ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich. Aber das ist okay. Wo sind sie? Da. Oh, ist noch einer. Und wie gesagt, sollten wir den nochmal antreffen? Ich fand ihn gar nicht mal so uninteressant. Hier. Ich meine, hier da und da jeweils mit der Kanone, ne? Unglaublich. Zack. Okay. Bauen wir ab. Ja, so auch. Und auf. So. Dann geht's darüber wieder zurück. Dann nehmen wir die drei noch mit. Gehen hier hin. Und bauen mal unseren Cepheus noch mal ein bisschen um. Und schauen, ob wir eventuell noch ein bisschen was einkaufen können. Na, eine Backe. Ach, ein Asteroid. Do it. Ah, zack. Zack dafür. Ja, ich meine, die sind gesondert markiert. Also, genau. Und haben ist auf jeden Fall grundsätzlich immer besser als brauchen. Also von daher nehmen wir ihn einfach mit. Oh, hier sind drei.
wieder, um sich Defos drum kümmern. Und immer was da kommt. Das ist schon nett. Darauf. Auch darauf. Und auch darauf. Ja, sprich. Und noch unterstützen. Und dann könnt ihr beide da mal unterstützen. Also braucht ihr nicht. Sehr gut. Easy. Das war schön. Das ging gut. So, nochmal Bruno. Dann die Nummer 2. Also auch schon wieder ein bisschen sehr, sehr endgültig von der Geisterrachtucht, ne? Kam rein, bam, wegbarer, auf geht's zum nächsten. Aber finde ich gut, wenn das so klappt. So. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen Geld. Das ist aber Backe oder was? Jo. Ja, ein bisschen was haben wir schon am Backen. Auch wieder 3. Ah, ein Tornlack. Sieht irgendwie cool aus, finde ich. Irgendwie finde ich den interessant. So, da die Geisterracht gerade ganz vorne ist, machen wir den mal als erstes. Sammeln, währenddessen diese kleinen Reparatur mal durchführen, dann nochmal was abrichten wird. Sehr, sehr gut. Dann hier drüben was Zeug mal einsammeln. Ah, es war blöd, dass sie so überschlagen da angekommen sind. Aber na gut, was wir jetzt machen, ne? Da unten noch das Zielgebiet. Wie sieht das hier eigentlich aus mittlerweile? Ja, ne? Also okay. So, der ist sogar alleine. Wenn ich mal einen Schwamm groß wird wenigstens. Oder der alleine, weil er alleine ist. Was hier? Was hat da? Kapriner, Außenscheinwerfer. Der ist wichtig. Okay, pass auf. Dann die Geist der Rachtung geht darum. Will mein Lux da haben, mein Default da haben. Ausbild.
widerlich gerade gewesen, Alter. Okay, das geht nicht. Oh. Oh, halt, ne, Moment. Nee. Da ist ja auch der Bauplan gar nicht mehr für da. Nee, dann machen wir das anders. Dann kommst du. Das wäre schön, aber jetzt nicht. Schade. Müssen wir wohl oder übel den hier? Das ist doch das anders. Aber das war eine schöne Vernichtung. Ganz so schlimm, wir wollten ja jetzt sowieso wieder zurück. Machen wir jetzt auch. Dann reparieren wir die Geist der Rachsucht. Geben dem C-Fäust ein bisschen mehr Tinte auf dem Füller sozusagen. Und dann gucken wir mal, ob wir für den Lux eventuell noch eine Änderung drin haben. Einmal reparieren bitte. Rufen, dann holen wir uns die Kohle direkt wieder. Ja, beides zusammen. Sehr schön. Dann können wir hier mal wieder so ein paar Sachen verkaufen. Brauchen wir mal 200. Das erstmal reichen. Dann haben wir den Lux. Wie schaut es da aus? Vorsicht. Zack. Kriegt erstmal nochmal zwei Leute. Dann wird er mal Munition los. Das komplett. Das komplett. Hier. Auch mal so einiges. Da so ein bisschen was. Das behält er noch. Wie viel Kohlenstoff? Uran kann raus. 67.000. Jawohl. Das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. So, und dann habe ich gesagt, wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwo irgendwas Schönes haben. Aber hier ist nur Large-Partikelkanonen. An sich finde ich das interessant, aber ich glaube eher erst für unsere finale Geschichte. Jetzt finde ich das noch ein bisschen unpraktikabel. So, ein Ionenstrahl beidseitig. Kabam. Ah,
Aber wofür genau sorgt er? Ein Strahl, 100% Schaden. So, dann ist der jetzt auf jeden Fall deutlich stärker nochmal geworden. Allerdings bräuchte er auch mal ein bisschen Verteidigung nach überall. Ja, ich sagte nach überall. Frage aller Fragen. Nehmen wir eigentlich auch mal. Nehmen wir aber weiter mal. Bam. 142%, jawohl, so. So ist doch schon mal schön. Dann kommt noch dazu die Verteidigung. Die basteln wir aus. Verteidigung, Laserpunktverteidigung. War denn der andere ganz arm, den wir so hatten? Ja. Machen wir da mal ran. Hat er von hinten mal so ein bisschen Verteidigung nochmal. Schiffen einmal ganz kurz alles bei ihm ein. Dann gucken wir hier mal. Wir da. Wo ist denn die Deckkante? Hier ist vierfach. Mach mal. Wenn die so. Hey, wo ist denn die Assault? Assault. Da. Die macht 7500 pro Schuss. 5000 die Sekunde. Die macht 6000 die Sekunde. Machen wir jetzt einfach mal, nur weil ich ultra neugierig darauf bin. Und ne, das können wir nicht. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch das Horn hier so überall anbauen, aber das bringt leider nichts. Nun gut. Aber auch hier können wir mal Folgendes machen. Bad Raygum, also ein bisschen. Ja, so. Halt können wir gar nicht machen.
weil da gar nicht der Weg gegeben ist. Außer machen den. Sieht ganz scheiße aus. Wir lassen es mal einmal so. Und haben jetzt leicht verbesserte Raumschiffe. Da bin ich eigentlich echt mal gespannt, wie der performt. Wir sind schon bei 32 Minuten. Komm, den machen wir jetzt noch einmal schnell. Einfach nur, weil ich so interessiert bin, zu wissen, wie die einzelnen Schiffe hier jetzt gerade performen. Anfliegen. Das ist hier so ein Billo-Schiff. Das will ich nicht. So. Geil wäre jetzt, wenn hier zwei Schiffe wären. Optimal, so der Lux kann da bleiben. Dann nutzen wir den C-Foils, um den ersten abzufangen. Die Geist der Rachsucht für den zweiten. Und dann machen wir hier mal ein bisschen langsam. Nicht ganz so schön wie erhofft, aber es lief irgendwie. Nun gut. Und damit beende ich jetzt aber auch diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und ich hoffe sehr, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wenn das gefallen haben sollte, dann hinterlasst sehr, sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und natürlich auch extrem gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!